Ortlife Gang, what it do? Ihr wisst ganz genau, für was wir hier sind, sonst hättet ihr das nicht angeklickt und deswegen gehen wir da jetzt einfach mal rein. God damn! Yo, yo, du weißt ganz genau. MATK aus der Zelle raum, mit dem Bandana in weiß, Ich komme einfach rein und kicke die Rhymes, so muss das sein. Battle Rap auf der Cap, Battle Rap in mein Kopf. Ey, was geht ab? Das, was ich lebe, das ist echter Hip-Hop, Tote tip-top, einfach so, ich drop den Shit. Genau wie auf dem Klo, das. Hey, yo, München! Komm nach Würzburg! Dilteli, komm nach Würzburg! Don't let the label you. So schaut's aus. Yeah. Wir fangen an mit 6 Battles heute. Ich hab nicht gewusst, dass ich dieses Battle brauche. Josef Steinschleuder gegen David Jones, Digga. Ich hab das einfach nicht kommen sehen. Eigentlich waren es dazwischen drin nur 4 Matches wegen Absagen. Wir dachten eigentlich, wir haben die Scheiße vorbei nach Corona. Lief eigentlich lange Zeit sehr gut. Es war ein bisschen Downer, aber wir wären nicht Dilteli, wenn wir nicht eine Überraschung parat hätten. Wenn wir nicht irgendwie einen Ersatz gefunden hätten. Und zwar haben sich 2 krasse MCs einfach von alleine gemeldet vor 3-4 Tagen, haben gesagt, sie haben Bock, einfach mal was zu machen, ohne Vorbereitung, viel Freestyle, ein bisschen was haben sie gleich vorgeschrieben. Und ich muss mal sagen, mega, mega Props an diese 2 MCs. Eine Überraschung für euch. Macht bitte Lärm. Erstmal für Davy Jones. Yeah. Davy. Und der 1. Legend. Auch mit vielen Slip-Ups. Trotzdem Legend, Digga. Vergesst nicht die Zeit. Weißt du, was ich meine? Was in dieser Zeit war. Die Zeit damals war ein bisschen anders als heute, ja? Davy hat echt krasse Battles, Mann. Und der ein oder andere kann sich vielleicht vorstellen. Wer sich noch gemeldet hat. Anderes. Bitte macht Lärm für den einzigartigen Steinschleuder! Digga. Ey, was der Freestyle-mäßig macht, Alter. Runden. Nicht vergessen, die Jungs haben sich 3 Tage vorbereitet. 3 fucking Tage. Ich bin mehr hyped als bei einem normalen Battle. Erst einmal, bevor es losgeht, bevor es vielleicht Jokes gibt oder sowas, einmal lernen, dass beide überhaupt Bock haben und die Eier haben, hier sich hinzustellen, ohne Vorbereitung. Bevor es Jokes gibt, Jamie? Sag ich Jamie überhaupt richtig, Jamie? So, jedenfalls, heute ist ja Upload-Tag, aber das kommt erst in 2 Wochen, weil Respekt und so. Aber ich reagiere voll gern auf die Sachen. Die Scheiße zu machen, yo! Sehr geil. Mega Props. Steini will anfangen. Volle Konzentration. Backstage. Steini will anfangen. Yeah, 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 yeah. Holmes, du kriegst heute von mir nur räudige Props. Hast du gerade den Applaus bekommen? Das ist der größte, den du heute bekommst. Ich kenne einen Witz. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal erzählt habe. Treffen sich 2 Davies. Beide Baders. Oder denkst du etwa, dass du der größte Alpha bist, Doc? Davy Jones ist auf große Revival-Tour, da ist ja ganz schön was vor. Du hast zu Jamie gesagt, du wärst hier, um etwas gut zu machen. Das Ding ist nur, um etwas gut zu machen, muss man in der Lage sein, etwas gut zu machen. Aber das Onbeat war geil, oder? Das Onbeat war geil. Denke ich deswegen, dass du der beste Onbeat bist? Nee. Du hast mal mit Notice zusammen gewohnt. Digga, du bist nicht mal der beste Onbeat in deiner WG. Ah. Ja, stell dich das mal vor, ja? David, chillst du? Boah, Notice ist aber auch eine sehr hohe... Also, Notice ist schon wild. Grüße an den Bruder Notice, Alter. Der ist echt sick. Also, ich glaube, das, was der macht, kann niemand machen. Sag ehrlich. Der sollte auch mehr Props bekommen, finde ich. Unabhängig von seinem TikTok-Zeug und so. Ey, was der schon für Battles gemacht hat, was der für Rhyme hat, was der für Lines hat, ist schon sehr sick. Grüße an den Bruder. Einer der Besten. Einer der Besten. Müde. Underrated, aber einer der Besten. Auf der Couch. No, das kommt so rein. Wer Stumble träumt die Spülmaschine aus? Yeah. Warte, warte, ich hab den gar nicht gecatcht. Ich fand ihn einfach nur lustig. Ich aber seien wir ehrlich, on. Ich hab einfach nur mitgelacht. Ey Leute, falls euch das stört, wie ich reacte, Digga, ich fühl das. No, das kommt so rein. Wer Stumble träumt die Spülmaschine aus? Yeah. Aber seien wir ehrlich, on beat würde ich euch alle nehmen. Ich hab den Luxus, mir meine nächste Mahlzeit auszusuchen, wie beim KDW. Ja, das war so eine Bar, die ich baller auf Dave. Plus, wenn ich in München bin, putte ich das Bar in Bader Café. Yeah. Das war so eine lokale Referenz, weißt du, damit die hippen München feiern.
Ich weiß, es ist ein bisschen peinlich, aber wenn ich Davy Jones battle, muss ich das Cringe-Level halten, Mann. Oh. Ja. Sind schon beide ab und zu cringe, aber ich meine, an Cringeness ist, finde ich, nichts falsch. Ich bin auch cringe. Oder weiter geht's mit Davy Jones. Yo, never ever ist dieser Typ, Baba. Ich habe rausgefunden, du kommst auch aus Regensburg und heißt Josef Steinschleuder. Willkommen in Bayern. Du bist hier nicht Josef Steinschleuder, sondern Seppi Ühackerl. Yeah. Und du bist ein schauspielender Pianist. Jeder rechnet hier mit fettem Intellekt. Meine erste Frage war, seit wann macht Adrian Brody Battle? Ey, der Abend wird für dich teuer. Mann, nicht battlen, du bist bescheuert. Deine Laucharme sehen aus wie Streichhölzer, trotzdem fehlt dir das Feuer. Gott, was willst du, Schwein? Ey, du bist so abgemagert, Leroy will von dir wissen, wie es ist, so dünn zu sein. Ich bin relevant, du bist ein Pflegefall. Mein Stil elegant, deiner Degutant wie ein ekelhafter Hero-Junk. Bitch, ich ficke deine Mutter jeden Tag, während sich dein Altivater fragt nur, woran es gelegen hat. Yeah, dein Tu. Heute hilft dir niemand raus. Ich habe gar keine Sorgen, dass ich dich heute mit meinen Punches niederhau, denn du bist hier im Game für mich ein viel zu groß geratener Riesenlauch wie Peter Crouch. Ey, heute hilft dir wirklich niemand raus. Weder dein Buddy Sisyphos aus deinem Tag-Team-Match, noch dieses non-binäre kleine Midget-Missgeburten-Kind, was du deine kleine Schwester nennst. Davy, Bro, what the fuck? Ich hab das nicht kommen sehen, ja? Sisyphos Battle war crazy. Aber Davy, was geht? Kommst du mit dem metaphorischen Basie? Oder spielst du den Controller wie auf Playzy? Du gegen Kato und Jarambo, Swag und fuck up. Mann, nach ein paar Sekunden mach dich aus. Denn ihr erzählt zwei Street Guys irgendwas von toxischer Männlichkeit und macht da draußen eine Podiumdiskussion. Aber Steini, lackierte Fingernägel als Mann ist kein politisches Statement. Das sieht einfach nur affig aus. Ich wichse mir den Arsch ab mit deiner Agenda. Da stehe ich dahinter. 10 kleine Negerlein. Kletter nach zu deinem Dachfenster, bewaffnet mit Schalldämpfer, machst du Faxen mit der Schädel. Wild. Wild. Ist schon wild. Wirklich wild. Also die letzten Davy Battles waren eigentlich alle krass. Der hatte dann mal so 10 Battles, wo alle kacke waren. Aber die letzten Battles waren alle dope. Kletter nach zu deinem Dachfenster, bewaffnet mit Schalldämpfer, machst du Faxen mit deinem Boden innerhalb von Sekunden in den Boden gerannt, genauso wie bei den Italo-Western von Terence Hill und Bud Spencer. Du erinnerst mich ein bisschen an den Dude von Jungfrau männlich 40 sucht. Denn du bist ein ungebumster Keck. Kein Wunder, welche Frau steht auf einem erwachsenen Mann, der bei Dinnerpartys mit seinen Gesundheitsschuhen flext? Und ausgerechnet du gibst Dating-Tipps. Lack, bist du Clown verrückt? Ey, man, während alle auf Partys sind, sitzt du alleine in deinem Kabuff und googelst, wie man trotz einem Mikropenis eine Frau beglückt, du fucking Dog. Du willst einen Tod. Stop jerking off. Ey, man, immer wie in seinem ersten Part, immer diese Scheißgelaber über toxische Männlichkeit, obwohl ich mit so einem Scheiß nichts zu tun hab. Denn emotionale Männer sind gefährlich. Ausgerechnet solche harmlos Außendehnen, kleinen Loser, sind meistens dann die Highschool-Shooter und deswegen wird dieses Battle hier Amok. Denn nach dem Erfolg wird es für mich mit einem Win enden. Nein, warte, ich hab verkackt. Ich meinte, das Battle wird Amok. Nachdem Erfurt war, wird's für ihn heute zu Win enden. Bitch, drei. Manchmal überkommt ihn seine eigene Energie. Das kenne ich von mir auch auf der Bühne und so. Aber er fühlt's halt, ne? Dope Runde auf jeden Fall. Krass. Yo, du sagst, ich bin Schauspieler. Du bist nicht der Erste, der das macht. Wenn ich mich richtig erinnere, wurdest du mal von einem Schauspieler komplett zerklatscht, Alter. Und außerdem disst du meine Schwester. Okay, dann hau ich auf dich drauf. Hättest du mal mein Two and Two weitergeschaut, hättest du gewusst, was passiert, du Clown. Ja, und du disst mich mit Fußball-Lines. Trotzdem bist du ein kleiner Kackspaß. Digga, ich kann auch Fußball-Lines. Ich zerstöre dich heute wie diese eine Mannschaft. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich kenne Ronaldo. Diesen Brasilianer. Ja, und deine Freundin folgt mir auf Insta. Wenn du Stress machst, füge ich sie zu enge Freunde zu.
geschrieben hatte. Enge Freunde zu. Das fand ich schon funny as fuck. Die Line hat für mich am härtesten gehittet bis jetzt. Das ist die Line des Battles bis jetzt. Bar auf der Event. Yeah, yeah. Ja, und deine Freundin folgt mir auf Insta. Wenn du Stress machst, füge ich sie zu enge Freunde zu. Ja, wenn deine Freunde alles supporten, was du machst, dann brauchst du eine neue Crew. Ja, ich war dein Ersatz als Battle-Rapper. Du denkst, dass das schon hart war? Homie, wenn ich mit dir fertig bin, brauchen deine Kinder einen Ersatz als Vater. Come on, Davy, erzähl mir mehr von deinem Straßendrama. Das letzte Mal, dass ich zwei Straßentypen gebattelt habe, schickte ich sie unter ihre Alma Mater. Verstehst du, weil ich da auf der Straßenuni und ich hab so... Nice. Delivery, ja, das geht sicher runter wie Öl, mein Sohn. Digga, wenn ich so groß und breit werde, dann wird dann meine Delivery auch böser kommen. Oh shit, er kommt auch böse jetzt. Geil, Mann, geil. Geiles Battle. Leider Gottes bin ich nur eine 1,77 Meter große Kampfmaschine. Ich sind fast synonym wie Orange und Apfelsine. Du rappst entweder Oberflächlichkeiten oder maßlose Übertreibungen oder Personals über dich selbst. Nur wenn deine Mütze hinten runterrutscht, redest du No Cap. Bro, real talk, wo sind meine Papes? Mein Gott. Wo sind meine Papes, Bruder? Hab ich noch Papers? Hab ich Papers? Wo sind meine Papers? Wo sind meine Papers? Sind meine Papers in der Tasche? Ja, Tatsache. Hä? Es wäre nicht schlecht, wenn du beim Reden deine Cap lockst. Slow it down, ich hab gesagt, Davy redet in Caps Lock. Ich meine im Ernst, slow it down, du redest zu schnell, Don. Du bist nicht gemacht für diese Geschwindigkeit, du bist nicht Raekwon, Mann. Oh. Yes, aber Raekwon? Hä? Warte. Slow it down, ich hab gesagt, Davy redet in Caps Lock. Ich meine im Ernst, slow it down, du redest zu schnell, Don, du bist nicht gemacht für diese Geschwindigkeit, du bist nicht Raekwon, Mann. Oh. Ich weiß nicht, hatte das was mit der Zeile vorher zu tun? Raekwon. Wie schnell rappt denn Raekwon? Der rappt doch eigentlich so medium schnell, oder? Der ist schon on the grid, Raekwon. Ist schon sehr auf dem Grid. I don't know, bro. Helft mir in den Kommentaren, I don't know. Ja. Und ich weiß genau, dass du wirklich denkst, dass du intelligenter als ich bist. Aber Digga, ich bin hochbegabt. Ich schwöre, das wird auf jeden Fall eine ganz knappe Kiste. Na gut. War mal. Hatte. Wie man weiß, ist seit Drogenkonsum der 5. Klasse mein Hirn ein bisschen matsch. Ja, ihr habt richtig gehört. Schon mit 12 Jahren war bei mir das weiße Zeug ein Thema. Aber ich rede nicht von Kokain, sondern von Ritalin, Medikinet und irgendwelche Scheiße, die mir verschrieben worden sind von solchen Lehrern, die ausgesehen haben wie der. Ja. Kein Wunder, zweifelt man das Bildungssystem an und landet auf der Straße. Und das ist der Grund, warum ich mit heißer Ware an der Ecke stand. Denn ich muss nicht weiter genau darauf eingehen. Ich meine, den Rest kennt ihr ja. Und jetzt labert er wieder irgendeine Scheiße über toxisch, bla 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 bla. Und glaubt ihr wirklich, ich bin ein toxischer Kerl? Ja? Dann nennt ihr einen Battle-Rapper, der emotionaler als ich ist. Kommt schon, seid fair. Wie oft saht ihr mich bei den Judges beschweren? Wie oft war ich am Boden getroffen vom Schmerz? Es fühlte sich an, als würde man den Shotgun direkt von meiner Brust entleeren. Ich guckte auf den Boden, ich sah, mein inneres Kind spiegelt sich in tausend gebrochenen Sterben. Aber teste mich und ich schlitz dir deine Pulsader auf mit einem Stick von meinem gebrochenen Herz, Motherfucker. Willkommen in der Matrix. Du fragst dich, wann brichst du endlich aus? Du fragst dich, wann wachst du endlich auf? Aber ich brauch dich gar nicht vollquatschen. Du bist ein impotenter Lauch. Ich brauch ihm nichts von Matrix erzählen, denn er kennt sich mit blauen Pillen ja bestens aus. Yeah. Deswegen ging ich raus und ich packte meine Emotionen in das Mic. Ey, scheiße, Mann, ich hab mich mit Nazis geboxt, bevor ihr Pisser überhaupt gewusst habt, was Woke überhaupt heißt. Ich dachte immer, links sein ist gegen den Mainstream. Aber... Ey, es macht richtig Spaß, dem zuzuhören, ja.
Das habe ich nicht. Ich habe nicht gedacht, dass ich das nochmal sag, aber es macht richtig Spaß, dir zuzuhören, Davy. Respekt, Digga. Links sein ist gegen das Establishment, aber fick das Establishment, du bist das Establishment. Keiner gibt einen Fick auf dich und deine jüdische Banker-Gang. Mann, ich, deine jüdische Banker-Gang. Mann, ich ficke dich mies. Ey, niemals wirst du mich hier besiegen. Ich box dich von der Isar bis zur Ostsee. From the river to the sea. Yeah, yeah. Motherfucker, dieses Battle wird für dich eine Nahtodserfahrung. Und das ist deine allerletzte Warnung. Du wirst hier ganz easy zusammengefaltet und die Tasche gesteckt wie das neue Smartphone von Ja Rambo. Ja Rambo ist der Goat. Rex, ich hab dir noch Bock auf eine letzte Runde von meinem Süd. Ja, 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 jedem ist klar, dass ich dieses Opfer klatsch. Du sagst, du hast Ritalin bekommen. Ich frag mich, warum du es bekommen hast. Was, alter Bruder? Was? Dieses Opfer. So ein kleiner Wichser. Also positiv gemeint. Ja, 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 jedem ist klar, dass ich dieses Opfer klatsch. Du sagst, du hast Ritalin bekommen. Ich frag mich, warum du es bekommen hast. Störe dich und ich brauch dafür keine Helfer. Ich rede nie von toxischer Männlichkeit. Du bezichtigst dich ständig selber. Yeah. Yo. Und nice, du hast mit den Judenlines angefangen. Denk nur mal gut drüber nach, wenn du sie nachher rausschneiden lässt. Deine Runde ist insgesamt nur eine Minute lang. Geil, Mann. Geile Freestyles. Also ich glaube jetzt mal ehrlich, wenn ich das so anhöre, ich weiß nicht, ich kann es nur spekulieren, wie die sich da vorbereitet haben. Ich glaube, der Davy hat so einen Mix aus schon geschriebenen Zeilen und der hat sich, glaube ich, eingesperrt 3-4 Tage lang. Der hat, glaube ich, nichts anderes gemacht, als dieses Battle geübt. Und ich glaube, der Josef, der hat sich gedacht, Digga, ich mache ein bisschen was, ich schreibe ein bisschen was und ich werde sowieso freestylen auch viel. Und das ist voll interessant, das zu sehen, weißt du? Ich weiß nicht, ob das stimmt, es ist nur, wie ich es wahrnehme, ja? Also aber ich finde, es passt voll gut zusammen. Diese Dynamik zwischen den beiden ist richtig geil. Und bis jetzt ist es für mich eigentlich... Ist schon fast... Also ist schon gleich auf. Aber jetzt so vom Ding her würde ich bis jetzt sagen, Davy, seine Performance ist schon krass. Es ist so ein bisschen ein Punkt drüber so. Und die Lines stimmen auch. Ich finde auch, dass in der zweiten Runde hat er das auch cool aufgebaut. Der ist ein bisschen anders als in der ersten Runde da rangegangen. So, er ist im Kontext auf jeden Fall geblieben, das fand ich geil. Props, Digga. Ich habe schon Battles von Davy gesehen, ey, da konnte ich nicht hinschauen, Mann. Das konnte es mir nicht geben. Und von dort dahin ist cool. Er macht was, er trainiert an sich, das ist eine gute Sache. Und es zahlt sich aus. Als du zu Niles gesagt hast, Feminismus, LGBTQ und Veganismus wären White Privilege Bullshit, da dachte ich mir halt, let him cook. Dann war die Runde 30 Sekunden später vorbei und ich dachte mir so, okay, na gut. Aber ehrlich gesagt, weißt du was, den Engel lasse ich deinem nächsten Gegner. Er hat mehr Zeit, um den Engel ernst zu nehmen. Also wenn du dich gerade auf Davy vorbereitest, gern geschehen. Vielleicht kannst du ja Davy nutzt sein Potenzial nicht aus Engel ersetzen durch den. Weißt du, es ist im Endeffekt auch egal, was du sagst und was falsch daran ist. Du wurdest schon, du wurdest schon... Oh nein. So oft mit dem, was du gesagt hast, zerstört und du bist immer wieder aufgestanden. Was für ein Mann. Nach dem Karanova-Battle. Die hitten gerade nicht. Und jetzt auch noch diese Störung. Oh. Kommt jetzt. Okay. Hier. Weiter geht's. Nach dem Karanova-Battle hat er so gesagt. Oh Mann. Warum können die Judges nicht auch mal sagen, welche Lines von mir gut waren? Will er mich verarschen? Ich kann es mir voll vorstellen. Oh Mann. Josef! Warum können die Judges nicht auch mal sagen, welche Lines von mir gut waren? Arme Maus! Oh Mann. Da war ich so gerührt. Das ist mir, was ich mir gleich dachte, Leute, wenn ihr heute Davy seht,
auf dem Event, dann sag ihm doch, jetzt abgesehen von der Delivery, welche Lines ihr von ihm nice fandet. Weißt du, was ich auch länger fragen wollte, ist, was ist eigentlich aus Vinci geworden? Ha? War doch ein guter Typ, ich fand ihn richtig in Ordnung. Sorry, ich bin so gerade voll im Plaudern drin. Dabei müsste ich ihn hier ermeucheln, denn es ist ein Battle und ich habe nur dreimal eine Minute mit dir, wie deine Freundin. Ja, deswegen komme ich zum Ende. Ich hoffe, du konntest dich rehabilitieren. Und wenn es nicht so war, dann denk daran, an der Himmelspforte fragen sie nicht nach deiner Statistik, sondern wie viele Classics du hast. Yes. Letzte Runde, Davy, ciao. Oh, das wird jetzt sehr unangenehm. Also, Classics. Josef hat schon ein paar Classics. Dieses eine, wo er nur zum Freestylen gekommen ist, wo er eingesprungen ist. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. War das gegen Hiding? Ich weiß es nicht mehr genau. Dann das Sisyphos Battle auf jeden Fall. Aber ich finde, da hat Sisyphos auf jeden Fall den führenden Part eingenommen. Also ich glaube, mein Lieblingsbattle vom Davy ist gegen Rob Skewer, Alter. Das war so intens, wisst ihr, was ich meine? Auf beiden Seiten aber, die haben sich... Also, ich weiß nicht, ob es ein Battle gibt, ich würde reagieren auch darauf, wo es ein Battle gibt, wo meiner Meinung nach der Hass zwischen zwei Personen so krass rauskommt, wie bei den beiden. Ich weiß nicht, ob das an Rob Skewer liegt, weil der scheint schon sehr angepisst zu sein in einem Battle, aber darauf reagieren wir auch noch. Ja, Mann. Kennt ihr einen Rhyme auf ukrainisches Schulkind? Wladimir Putin! Yeah. Nein, so eine Scheiße ist wirklich empörend. Ich will dich nicht wegen dem Ukraine-Konflikt zerstören. Wenn aber schwarze Menschen an der Abreise bei Kriegsbeginn daran gehindert werden, dann werde ich da schon ein bisschen hellhörig. Nein, das ist eine Sache, die habe ich echt nett kapiert, Junge. Wie war das nochmal mit dem Grund der Entnazifizierung? Keine Angst. Ich werde das Holocaust-Ding nicht aufmachen. Das wäre ja ordentlich bescheuert. Ich meine, das Thema in Deutschland ist heikel. Das spielt dann im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Feuer. Bam. Bam. Nein, denn im Dritten Reich wäre es mir bestimmt genauso ergangen wie dir. Und das ist der Grund, warum ich mich immer mit den Juden sozialisiere. Deswegen gibt es keine solidarisiere. Deswegen gibt es bei mir keine stimmungsmachende Scheiße. Dass ihr ein Land habt, wo ihr flüchten könnt und frei leben könnt, ist eine Sache, die ich wirklich nice finde. Aber Steini, Frage. Ich habe echt eine Frage, Dude. Gilt das nur für Weiße oder auch für schwarze Juden? Denn ich habe da eine Sache nach meinen Informationen, die finde ich von Grund auf verlogen, shit. Äthiopische Jüdinnen werden verfolgt und werden verbannt in ein Land, wo es kaum Wasser und noch fruchtbaren Boden gibt. Und dann machen sie sich los und folgen dem Ruf des Heiligen Landes, aber... Ich glaube, das hatte Josef nicht kommen sehen, dass er jetzt mit sowas kommt. Äthiopische Jüdinnen werden verfolgt und werden verbannt in ein Land, wo es kaum Wasser und noch fruchtbaren Boden gibt. Und dann machen sie sich los und... Dieser Schluck. Folgen dem Ruf des Heiligen Landes, aber am Transitlager kommt dann die Ernüchterung. Denn die Prämisse in Israel als Äthiopier einzuwandern, die ist bedingungslos. Indem man sich eine zur Verhütung hormonelle Spritze pumpt, wenn man es nicht tut, ist man gezwungen, wieder in das verfluchte Land zurückzukommen. Real fucking talk! Und das ist wirklich eine unschöne Kacke. Also wenn der stimmt, das ist crazy. Man macht es aus dem Grund, Zitat, dem Bevölkerung. Er hat nochmal geschluckt. Der Schwarzen in Israel so gering wie möglich zu halten. Digga, das ist Nazi-Shit, Alter. Das ist wirklich Nazi-Shit. Und das ist eine Scheiße, die fand ich an dem Staat wirklich kritisch. Diskriminierung von äthiopischen Frauen. Ich würde behaupten, das ist antisemitisch. Naja, fuck that, Mann. Ich würde behaupten, es ist antisemitisch. Als ich das erfuhr, verlor ich beinahe den Verstand. Diskriminierung von Juden. Von Juden. Und das ausgerechnet aus dem Heiligen Land. Krass.
Hart. Da zeigt man wieder den geistigen Verfall der Menschheit. Und das zeigt uns mal allen, der Jude will genauso nur nach unten treten und ist somit ein Sklave, der anstatt frei zu sein ist, lieber will, die Peitsche zu halten. Ah, scheiße, jetzt hab ich's verkackt. Er slippt die ganze Zeit ein bisschen ab, Mann. Ich glaube, er ist nervös selbst. Also er ist selbst nervös, dieses Thema anzusprechen. Und diese Sicherheit, die er in den beiden Runden vorher hatte, die ist halt jetzt nicht mehr da, weil er weiß, er spricht ein heikles Thema an und er weiß, wie das in den letzten Jahren so für Konsequenzen gebracht hat, sagen wir es mal so. Jeder weiß Bescheid. Ob das jetzt Jarambo oder Mighty, ihr wisst ganz genau. Aber ich find's trotzdem cool. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung davon, von diesem Thema, ich sag ganz ehrlich. Und ich glaube, Josef würde auch jetzt gern noch eine Runde kicken. Aber das ist mein Point. Und genau deswegen, Alter, bin ich echt nicht verwundert, Shit. Das ist eine Sache, warum das bei mir im Kopf wirklich umgeht. Denn somit zeigte man mir in der Bibel schon, wie ihr mit euresgleichen umgeht. Und was ich damit sagen will in dem ganzen Part und das Resultat ist, Jesus war schwarz. Spät! Da hat man euch die ganze Zeit getäuscht. Alle getäuscht sind. Ey, man, hätte Jesus wirklich so ausgesehen, wie ihn dargestellt hast, dann hätte man ihn nicht wegen einer Peile nach Golgotha geschickt und dann anhängend gekreuzigt, Alter. Ja, ja, ist klar. Der Nigger war schwarz, Alter. Ja, aus Ende Arme, na. Ey, wie ich schon sagte, ich hab mich schon damals auf der Straße gegen Nazis geboxt. Du sitzt daheim und schreibst deine Blogs, bitte verpiss dich wieder zu deinen scheiß Bonzen, Aristokraten, Eltern zu deiner Weißweinverkostung. Du gegen mich, der Vergleich ist einfach zu droppen. Es ist der Drohnenpilot, der zu Hause allein auf den Knopf drückt gegen den Soldaten James Ryan, der live an der Front steht. Ey yo, kann niemals hat dieser Schwächling Chancen. Ey yo, ich zerfetz dich, denn ich pump fettere Bomben, die fetter sind als Action Bronson. Glaub mir, ich bin in meinem Inneren schon längst gestorben. The riding with a zombie like here, cause I'm a dead man walking. Und selbst wenn ich heute gegen ihn abstink und aus irgendwelchen Gründen mich dieser Tag killt, sterbe ich am Ende des Tages mit erhobenen Hauptes, genauso wie Gasfring. Denn das ist eine Scheiße, die mich wirklich verdammt nervt. Mein Herz tut es nicht mehr wirklich gut. Ich nehme diese Scheiße verdammt ernst. Vielleicht scheiße ich drauf. Nehme mir einen Flieger nach Kap Verden oder hijack eine Tonne Kokain im Hafen von Antwerpen. Bin dann am Sandstrand. Schließ mich ab, schließ von allen ab, Bruder. Und lass mir die Eier massieren von Kachis an Sandstränden. Denn Scheiße, ich bin so Legende, ich hab Angst, dass ich bald sterbe. Nein. Also ich weiß jetzt nicht, die zwei letzten Runden. Was denkt ihr? Ist das ein Draw insgesamt? Oder was denkt ihr? Schreibt's in die Comments. Kurzer Zeit hier zu stehen und drei Runden zu liefern, also mach bitte Lärm für beide MCs! By the way, das neue Diltily-Logo ist, ich kann es nicht mehr aussprechen, das neue Diltily-Logo ist dope bisher. Oh, peace. Don't let the label label you. Wir sind in München im Backstage und haben ein Opener-Match gesehen, was man, finde ich, ehrlich gesagt gar nicht so nennen kann. Wir geben uns jetzt noch das Interview, weil ich will, mich interessiert ist, was die da zu sagen haben jetzt nach den letzten Runden. Und was noch dazu kommt ist, diese beiden, Davy Jones und Seppi Ühackerl, sind spontan eingesprungen, kurzfristig. Sagt gerne direkt was dazu. Also so, wie lange hattet ihr Zeit? Ich glaube, es waren so 5 Tage, nee, wenn ich richtig... Ich gebe mir doch kein Interview. Sorry, Leute. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das gern gesehen hättet, ja, dieses Interview. Ansonsten, Ortlife ist die Gang und wir sehen uns bei der nächsten Reaction, ja. Peace.